Vor 5 Jahren haben 2 Wienerinnen, die Jahre im berüchtigten Kinderheim am Wilhelminenberg verbringen mussten, einen Stein ins Rollen gebracht. Auch im Thema haben sie von Misshandlungen durch Erzieherinnen und Missbrauch durch Erzieher erzählt. Damit hat die Aufarbeitung der Missstände in den österreichischen Kinderheimen von den 40er bis in die 80er Jahre begonnen. An 6.600 ehemalige Heimkinder sind mittlerweile Entschädigungen ausgezahlt worden. Nun sollen sie auch eine zusätzliche Pension von 300 Euro pro Monat bekommen, berichtet Eva Kordisch. Silvia Vacek über den Dokumenten ihrer Vergangenheit. Es sind Befunde und Gutachten verschiedener Kinderheime, in denen Silvia seit ihrem ersten Lebensjahr untergebracht war. Die Erlebnisse dort belasten die 55-jährige Wienerin bis heute. Wie etwa das Verhalten einer Erzieherin im Kinderheim am Wilhelminenberg. Das werde ich nie vergessen. Das war, ich habe angehabt einen weißen Rock, weiße Bluse, Stutzen und weiße Schuhe. Und sie hat gesagt, na, da war ganz ein wichtiger. Und das Erste, was ich gesagt habe, er war schon gekriegt, dass mir mein Kleid umgedreht hat. Und dann haben wir gedacht, na, wo bin ich? Ja, und so war mein Empfang am Wilhelminenberg. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht gegessen hat, musste man das immer wieder essen, bis wenn man dann erbrochen hat, musste man das so lange essen, bis er dann irgendwann einmal drinnen blieb ist. Dann haben wir halt dann so von immer wieder so Watschen gekriegt, oder sie hat den Holzschlapfen genommen, hat uns dann nachgeschmissen, hat uns grün und blau geschlagen. Wenn wir was gebraucht haben, wir haben uns gar nicht fragen getraut, weil sie hat ja eh immer Nein gesagt. Jahrzehntelang wurde über die Misshandlungen im Kinderheim am Wilhelminenberg nicht gesprochen. 2011 gingen 2 ehemalige Heimkinder erstmals an die Öffentlichkeit. Im Kurier und im ORF erzählen sie von Psychoterror und Schlägen. Und wir haben immer gebetet, dass man uns erlöst und befreit. Es wurde uns richtig eingetrichtert. Ihr seid Lügner, man glaubt euch nicht, ihr seid der letzte Dreck. Auch zu sexuellem Missbrauch an den Mädchen durch Männer von außerhalb sei es gekommen, erzählen die Frauen im Thema. Wir haben uns dann hingelegt, da war dann immer eins, das war dann schon so ein Zeichen, das sind dann Lampen gewesen, also so Lichter. Und da haben wir dann schon gewusst, wir Mädchen, dass da eben schon wieder wer zu uns kommt. Die Schilderungen damals brachten die verdrängten Erinnerungen von Silvia Vacek wieder an die Oberfläche. Das war wie ein Lichtschalter aufklippen, auf einmal war alles da. So 90%, der Rest ist dann durchs Reden gekommen. Das war einfach, ich konnte es nicht glauben, dass man jetzt wirklich darüber spricht und so. Und warum jetzt und warum hat man sonst nicht geglaubt? Das Schlimme an der Sache war eigentlich, dass hat viele gesagt, na jetzt meldet euch, ne meldet sich ja nur, weil ihr was wollt. Was ganz schlimm war, weil es eigentlich nicht so ist. Weil das, was da erlebt worden ist, ja, man kann das, glaube ich, alles gar nicht so erzählen, so richtig. Ja. Dann, ja, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Viele sagen, ja, ich habe auch da einen Watschen gekriegt. Sag, ja, aber das ist was anderes, ob ich von der Mama Watschen kriege oder ob ich von fremden Leuten tyrannisiert werde. Und die sagt trotzdem, das war echte seelische Vergewaltigung in meinem Heim. Sexuell missbraucht sei sie selbst im Heim aber nicht worden, erzählt sie. Die Auswirkungen der Misshandlungen sind vom Heim protokolliert, dargestellt als schlechte Eigenschaften des Mädchens. Einnässen, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit oder Schuldgefühle werden in der Beurteilung angeführt. Ich hätte sicher mehr aus mir machen können, aber man hat mir gar nicht die Chance lassen. Es war, du bist der deppert. Ich habe immer gehört, du bist der deppert. Und das natürlich, irgendwann glaubt man das natürlich auch. Und das war so eine Sache, da hält mein Mund, da redet man nicht drüber, dann erfährt das der Nächste, den muss ich kennenlernen, die nächste Person, egal, er, sie. Und baut man einfach so eine Glaskuppel über ihn drüber. Der Wiener Rechtsanwalt Johannes Ulböck hat seit 2011 rund 50 ehemalige Heimkinder, die zu Opfern geworden sind, unentgeltlich beraten oder vertreten. 150 Gespräche sind in unzähligen Akten festgehalten. Die Wilhelminenberg-Kommission hat einen schockierenden Bericht abgeliefert, der die Angaben meiner Mandantinnen bestätigt hat.
Nach dieser Wilhelminenberg-Kommission und auch schon davor habe ich gefordert, dass es Opferpensionen geben muss, dass auf die Verjährung verzichtet werden muss, dass die Verjährung abgeschafft werden muss für schweren sexuellen Missbrauch, dass alle Heime untersucht werden müssen in einer Art Dokumentationsstelle, dass es wirklichkeitsannähernde Wiedergutmachungen geben muss und eine Entschuldigungszeremonie. Im November 2016 findet im Parlament ein Staatsakt statt. Tausende Opfer aus staatlichen, städtischen und kirchlichen Erziehungseinrichtungen haben zu diesem Zeitpunkt bereits Entschädigungen erhalten. Auch Silvia Wacek. Was Ihnen widerfahren ist, ist eine Schande für unser Land. Und ich stehe hier und schäme mich dafür. Für diese Schuld der Kirche stehe ich heute vor Ihnen und sage, ich bitte um Vergebung. Vergangene Woche wurde beschlossen, was Opfervertreter bereits lange gefordert haben. Rund 7000 ehemalige Heimkinder sollen 300 Euro Pension zusätzlich erhalten, ohne Abzüge und ohne dass Aufzahlungen, Zulagen oder Gebührenbefreiungen dadurch gefährdet sind. Der Antrag auf eine Entschädigung wegen Verdienstentgangs nach dem Verbrechensopfergesetz wäre damit allerdings nicht mehr möglich. Jetzt müssen wir schauen, was noch übrig geblieben ist. Wir müssen alle anderen Heime untersuchen, wir müssen das dokumentieren, wir müssen auf die Heimträger einwirken, dass sie auf die Verjährung verzichten und wir sollten das Zivil- und Strafrecht dahingehend ändern, dass es keine Verjährung mehr gibt bei schwerem sexuellen Missbrauch. Das heißt, wir sind auf einem Weg, den wir seit 2011 gehen und wir sind noch nicht am Ende, wir haben aber große Schritte gemacht. Es tut mir leid für alle, die sich nicht gemeldet haben, die Scham hatten, sich nicht zu melden. Ich habe eine Freundin, die habe ich ewig gesagt, bitte melde dich, es steht dir zu. Und die hat, glaube ich, ein Jahr gebraucht, bis er sich gemeldet hat. Hat sie gesagt, warum? Sie geniert sich. Bis heute leidet die zweifache Mutter immer wieder unter depressiven Schüben. Seit 5 Jahren ist sie in Therapie. Bis dahin hat die frühere Hilfsarbeiterin nicht einmal mit ihrem Mann offen über das Erlittene sprechen können. Es kommt oft schon vor, dass ich oft Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, sitze im Wohnzimmer und dann auf einmal denke, was machst du jetzt? Und dann kullern wieder ein paar Tränen. Dann nehme ich mir halt eins von den Büchern, was halt geschimmert sind und so. Und dann lese ich das und dann denke ich, okay, du bist ja nicht der Einzige gewesen und so. Aber das mache ich immer heimlich, wenn mein Mann schläft. Wie haben Sie das geschafft, dann irgendwann mal an Ihrem Selbstwertgefühl zu arbeiten oder da wieder was aufzubauen? Ja, da muss ich meinem Mann was Danke sagen. Der war immer hinter mir. Ohne dass er das natürlich gewusst hat und ja. Ich liebe ihn und ich hoffe, er weiß es auch. Oh, ich glaube schon.